Moin, hallo und willkommen zurück zu Staxel. Ich habe ein Geschenk bekommen. Maya hat mir was mitgebracht. Was hast du dir mitgebracht, Maya? Wo bist du? Maya? Maya? Ist Maya draußen? Maya ist draußen. Morgen, Maya. Was ist denn? Was ist das denn? Was ist denn das? Ein Pfotenschreibtisch, wie cool. Jetzt kommt hier die ganze Einrichtung, wa? Dankeschön. Wo hast du das alles her? Ich weiß gar nicht, wo ich das hinsetzen soll. Ein Schreibtisch müsste eigentlich hier in die Ecke. Kommt erstmal dahin. Yay! Fehlt nur noch ein Tisch und ein Computer oben drauf und dann kann das losgehen. Dann machen wir hier Staxelception und so. So. Ja, mit den Kühen, das ist noch so eine Sache. Achso, fällt gerade an, habe ich hier noch ein... Ich habe den noch... Doch, den Zebrafalter habe ich schon. Okay, schade. Ich hatte gedacht, ich hätte den noch nicht. Schade. Das heißt, du kommst dahin. Und du kommst erstmal dahin. So. Okay, dann, ja. Mhm. Das wächst und gedeiht prächtig. Jo, die Tomaten sehen doch schon ganz gut aus. Du siehst auch schon wieder besser aus. Sehr gut. Vor allem brauche ich jetzt gerade nichts düngen. Perfekt. Der Salat ist fertig. Okay. Sehr gut. Nehme ich mit. Sechsmal Salat. Wird gleich verkauft. Die Erdbeeren sind fertig. Boah, wie cool Erdbeeren. Mann, Erdbeeren. Ich habe drei Erdbeeren. Ich habe leider nur drei Erdbeeren. Hm. Das wächst alles noch prächtig. Okay. Kann ich noch Erdbeeren anpflanzen? Ich weiß es nicht. Wie lange wachsen die denn? Ich habe mir keine Liste gemacht. Ich muss mir das mal aufschreiben. Huh. Ach ja. Früher Morgen. Vertreibt alle Sorgen. Da ist noch eine Schnecke. Die nehme ich mal mit hier. Da ist noch eine Schnecke. Jawohl, ja. Ja, ist erstmal ein Buch lesen. Alles klar. Und jetzt geht's wieder angeln. Morgen, Alisa. So, ich habe was für euch. Salat. Oh, wow. Alter Schwede, gibt das viel Geld jetzt auf einmal. Also, wenn man hier was erntet, dann nicht schlecht. Dankeschön. Ich müsste mal gucken, dass ich mal mehr Sachen lerne jetzt hier bei dir, Alisa, ne? Hab wohl wieder einen Schraubenschlüssel verloren. Sag Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Mach ich. Jetzt stehen sie ja alle im Weg. Achso, Erdbeeren wollte ich nochmal holen. Erdbeeren. Wie lange gehen denn Erdbeeren? Ich komme nochmal. Hallo. Ich gehe nochmal auf Vorrat kaufen. Hallo, Leif. Ich brauche Erdbeeren. Hasse Erdbeeren. Wie lange brauchen die denn? Die brauchen 6 Tage, bis sie gewachsen sind und 3 Tage dazu nach. Was ist 13? Wird gerade so passen für eine Charge. Aber 300 ist ein bisschen hardcore, oder? Ich weiß nicht, wie viel habe ich jetzt verdient mit den Erdbeeren. Ach, weißt du was? Komm, wir leben verschwenderisch. Ich nehme 2 Stück mit. Das müsste reichen. Dankeschön. Nehme ich noch Futter mit? Nee, ich glaube erstmal nicht. Was ist das denn hier? Feengras. Ich weiß nicht genau, was das bringt. Das würde mich mal interessieren. Ich muss das mal echt alles ausprobieren. Hm. Ein Smoker. Hier ein Bienenhaus und so braucht man, ne? Eine Fackel, Bienenhaus. Ich will mir auch gerne eine vernünftige Küche und ein Bett hier hin basteln. Da muss ich mal gucken. Saatguthersteller. Kostet mich 1000. Eine Deckenlampe wäre nicht schlecht. Gibt es hier noch andere Lampen? Ne, ich glaube nicht, ne? Eine Schneidestation. Wahrscheinlich für Obst und so, ne? Ich würde ja gerne ein bisschen upgraden. Was ist das hier? Eine Fackel. Nee, Fackel ist mir zu primitiv. Wir nehmen eine Deckenlampe mit. Nehmen wir mal gleich 2 mit. Dann habe ich noch eine für die Küche und so. Was ist das hier? Erdbeer-Blaubeer-Smoothie-Rezept. Ach, das ist ein Küchenrezept. Okay. Was ist das? Salz. Joghurt, Milch. Da kann ich kochen. Okay. Mach's gut, Leif. Ich könnte noch mehr besorgen, aber ich glaube, ich werde das erstmal verkneifen. Ich habe auch schon wieder den Markt geflutet mit Essen hier. Ich werde jetzt ein bisschen warten. Hallo Bürgermeister. Luftschiffe sind extrem vorteilhaft für die Wirtschaft unserer Insel. Die erforderlichen Verkehrsregeln bereiten jedoch nichts als Kopfschmerzen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich Korrekturen vornehmen musste. Erst letzte Woche wurden mir einige Dachziegel von meinem Haus geschabt. Geschnappt wahrscheinlich auch, aber ja. Angeblich versucht die Opposition, mehr Anhänger zu gewinnen. Okay. Nicht mit mir. Alles klar. Mach's gut. So.
Jamie liest hier noch ein bisschen. Oskar ist hier noch am Putzen. Der ist immer am Putzen hier. Überall. Immer und überall. Hallo, Oskar. Was ich nicht für einen Arcus 2001 geben würde. Was? Fegen soll damit himmlisch sein. Angeblich kann nichts die Wege auch nur halb so schnell säubern. An Arcus? Ich würde vorschlagen, alle Kacheln gerade anzuordnen, wenn du dekorierst. Ein Einwohner hat aus Versehen eine Kachel auf dem großen Platz falsch gesetzt. Er ist in der darauffolgenden Nacht verschwunden und man hat ihn nie wieder von ihm gehört. Nur eine freundliche Warnung. Okay. Dankeschön. Interessant. Hier gibt es also noch die Baumafia, ja? Stimmt, ich wollte noch zu, erstmal die Erdbeeren. Ich wollte eigentlich noch zu, Alisa. Ich kann nur 3 Erdbeeren hier hinsetzen. Was? Das geht ja mal gar nicht. So. Ich habe auch nicht mehr geholt jetzt, oder was? So. Dann kann ich hier noch Erdbeeren setzen? Setzen wir die da hin. Mir fehlen noch 3 Dinger. Habe ich noch irgendwas anderes zum Einpflanzen jetzt hier? Nö. Das ist Frühling, Herbst und Winter. Das geht nicht. Und das geht Frühling und Winter. Das geht also auch nicht mehr. Okay. Da kommt noch was. Muss ich das auch gießen? Aber das ist irgendwie komisch. Ja, doch, die muss ich nochmal nachgießen. Dann, nu, ist das irgendwie ein Fehler? Hier sind noch 3 Felder frei. Da müsste ich noch was einpflanzen. Muss ich jetzt echt nochmal los? Ich will aber nicht nochmal los. Da habe ich noch die... Wenn ich die Lampe jetzt hier hinsetze, ne? Kann ich die anmachen? Geht die automatisch an? Gut, keine Ahnung. Jo, die geht an. Wie cool. Sehr gut, dann können hier die Fackeln dann nämlich verschwinden. Auf der Toilette brauche ich auch noch eine Lampe, ne? Jupp. Da brauche ich auch noch eine. Ich weiß nur nicht genau, wie ich die setzen kann. Muss ich mal gucken. Also nochmal zu Leif ins Geschäft ganz schnell. Ich habe sonst nichts zu tun. Das Gute ist, es ist gleich gegenüber. Es ist ja nicht so weit zum Glück. Dann hole ich mir da jetzt noch kurz die Samen und mache das noch fertig. Und dann muss ich mir überlegen, was baue ich. Das heißt, ich muss zu Alisa noch in den Laden. Ich will noch ein paar Rezepte lernen oder kaufen oder sonst irgendwie. Und dann will ich auch mal ein bisschen was bauen. Aber das könnte länger dauern. Wenn ich mir das so angucke hier von dem Feedback, was ich so ein bisschen habe hier vom Spielen. Jetzt habe ich Erdbeeren nochmal gekauft. Okay. Ist das ein bisschen gewinnend? Ich muss eine Deckenlampe nehmen noch mit. Dankeschön. Mach's gut. Fühlt sich ein bisschen komisch an, muss ich zugeben. Kriege ich hin, aber naja. Das ist so dunkel gebaut. Tja, wie könnte das Haus von Emilia aussehen? Das müsste eigentlich so baummäßig sein. Ne? Ich würde da gerne einen Baum pflanzen. Aber ich krieg das irgendwie nicht hin. Muss ich nochmal schauen. So, hallo Alisa. Ich brauche noch... Was brauche ich denn? Rezepte aus Stein. Nee, aus Stein. Lisa ist ja eine Elfe. Die braucht irgendwas. Irgendwas anderes. Hühnerfutterstelle, Ranch, Fensterblaupause. Ich muss eigentlich mal wissen, was ich brauche, beziehungsweise was ich habe und was ich nicht. Saatgut, Schildblaupause. Was ist das denn? Eine Treppe. Salzhorn, brauner Holzblock. Habe ich gekauft, ne? Salzhorn, Bücherregal. Ranch, Hühnerstall. Hölzernes Haus. Was ist ein hölzernes Haus? Blaupause. Einfacher Holzkauttisch. Fangkiste. Regulärer Türrahmen. Fassblaupause. Großes Ranchfensterblaupause. Gelb gepunkteter Teppich Blaupause. Was? Gelb gepunkteter Teppich. Was habe ich denn hier für Blaupausen? Hier bei Holz. Ich habe doch eigentlich braune Holzplanken gelernt. Aber wo sind denn die? Weiße Holzplankenblock. Aber ich sehe braun nicht. Das verwirrt mich. Habe ich das etwa nicht gelernt? Der stand doch gelernt. Das sind Sachen, die ich gefunden habe, ne? Da kann man noch einen Schlüssel angeln, okay. Ein Apfelbutzen, ernsthaft? Was ist das hier? Ach du meine Güte. Was zum Geier? Zieh dich um, nutze einen Kleiderschrank, um dich umzuziehen. Okay. Lade ein Werkzeug komplett auf. Achso, komplett aufladen mit Dingens dann wahrscheinlich. Das sind Seeds, das sind noch irgendwelche Baudinger. Platziere einen Samenhersteller.
Ernte 10 Samen. Nutze den Samenhersteller, um 10 Samen zu ernten. 3 Wassermelonensamen. Okay. Was ist das mit den Achievements? Kriegt man? Finde 100 gemischte Samen. Wie schön das Gras doch riecht. Belohnung ein Grasrock? Was? Zuckerrübensamen. Mähe, Pflanzen nieder, um 10 gemischte Samen zu erhalten. Okay. Was ist das? Baue 100 mal Rohstein ab. Das habe ich noch nicht gemacht. 1000 mal Holz abfarmen. Was ist das? Ultimate Collection. Invite any villager to become your roommate. Ja, das ist, da arbeite ich dran. Acquaintance Level mit einem Villager. Okay. Gut, da viel zu tun. 100 Steine zertrümmert. Besitz eines Kunstwerks. Erhalte ein Gemälde. Fange 10 Insekten. Ernte Honig. Ja, da muss ich gucken. Das würde ich gerne machen. Was ist das hier? Wirf einen Ball. Habe ich gemacht. Okay. Achievements. Das ist noch zum Kochen hier. Tja, dann mit dem Bauen, das irritiert mich noch ein bisschen, muss ich zugeben. Glattes Bauholz. Ich weiß leider nicht. Ein guter Holzblock für Innen und Außen. Was brauche ich dafür? Bauholz und billigen Lack. Wie teuer ist denn billiger Lack? Der muss ja billig sein. Das ist ja nicht so... Nicht so. Billiger Lack kostet 5. Ja, das ist billig. Gib mir mal 3. Und jetzt habe ich noch Holz dabei. Dann säge ich mal eine Runde. Wobei, ich habe noch Bauholz hier. Warte mal. Muss ich das hier zum Montieren packen? Da erstmal das hin. Und dann die Holzbretter. Geht das? Nein. Was muss ich denn da haben? Muss das, müssen das gesägtes Holz sein? 5-mal Bauholz brauche ich. Und ich hatte, weiß ich jetzt gar nicht. Prozess Fliese. Ach so, muss ich mal Fliese machen. Wie viel Holz? Ne, 7 hatte ich dabei. Das muss hier dann gemacht werden. Okay, und Farbe habe ich jetzt schon wieder verlegt. Warte mal. Da. Okay, da hinlegen. Jetzt kann ich hier... Ah, okay. Interagieren. Dunkler Holzplankenboden. Aha. Jetzt habe ich dunklen Holzfuß. Der sieht ein bisschen anders aus als der, den ich habe. Er ist dunkler auf jeden Fall, ja. Das heißt, ich muss mein ganzes Holz verarbeiten. Okay. Wenn Alisa noch offen hat, dann haue ich das jetzt mal hier drauf. Los geht's. Craften. Das könnte eine Weile dauern. 285 hier durchjagen. Wobei, ich brauche immer 2, glaube ich. Das heißt, ich kriege 100... ja, 150 vielleicht, wenn ich Glück habe, knapp. Wahrscheinlich... Ne, warte mal. 100... 285 hatte ich, ne? Glaube ich jetzt noch? 269. Ne, dann kriege ich etwas weniger raus. Das sind 130... Ja, es geht immer 2 weg. Okay. Dann könnte das einen Moment dauern. Ich säge ein bisschen. Ein bisschen Musik wäre toll im Laden hier, ne? Dass man so, während man sägt, hier ein bisschen was machen kann. Ich finde aber abgefahren, dass man hier, obwohl man sägt, der Laden ist super sauber. Da kann man echt nicht meckern. Sieht echt nice aus. Und das Coole ist, fällt mir jetzt erst auf, der Laden hat die gleiche Farbe wie meine Hütte. Interessant. Der ist auch genauso aufgebaut, glaube ich. So einer der ersten Läden. Das heißt, ich muss jetzt echt das ganze Bauholz hier verarbeiten. Das könnte im Moment dauern. Ich könnte das auch, glaube ich, sägen lassen, aber das dauert dann ein bisschen länger, als wenn ich das machen würde, glaube ich, ne? Irgendwas stand da. Ich will überlegen, ob ich für meine Hütte noch ein bisschen Boden besorge. Ich habe ja nicht genug. Das könnte ich eigentlich machen. Und dann müsste ich mir überlegen, dass ich mit dem Boden... Ich lasse es mal sägen. Sägt er weiter? Ja, sehr gut. Dann kann ich hier noch Huhn reinkaufen. Den da brauche ich Parkettboden. Der kostet natürlich 50. Das sind aber 5 Stück, also 10. 10 kosten die. Wo war denn der braune? Der braune, weißer Parkettboden. Grober Steinweg. Dunkler Holzplankenboden. Ich habe doch braun gelernt. Wo ist denn braun hier? Das ist, brauner Holzblock, der da. Oder geht das nur mit dem passenden Holz vielleicht? Habe ich da irgendwie noch was nicht mitgekriegt? Da müsste ich nochmal gucken. Aber 150 hier für 5, das ist natürlich nicht gerade billig. Da kostet ein Block 30. Das würde ich gerne selber basteln, dann muss ich zugeben. Was ist das hier? Orangene Dachfliesen. Orangene Dachfliesen. Das muss ich mir mal angucken. Während das gerade sehe, gucke ich mir mal an, wie ist das hier gebaut? Das Dach ist schräg gebaut, also ganz normal. Wie alle anderen Häuser auch. Ich kann mich ja austoben. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Und ein Museum muss ich auch noch bauen. Ne? Das kann ja heiter werden.
Es müsste eigentlich... Ja, die grüne Dachfliesen. Das wäre eigentlich was für... gibt's die hier schon? Doch, gibt's schon. Der Bürgermeister hat die darauf. Ja, das ist ja toll. Was haben wir denn hier noch? Pink? Pink wäre natürlich auch nicht schlecht. Das wird für Emilia, glaube ich, passen. Gibt es da ein Rezept für? Muss ich mal schauen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.